Schick, schick, Herr Kobmann. Aus welcher Gestalt sind Sie denn heute unterwegs? Herr Kobmann? Mein liebes Kind. Freiherr Philipp Wilhelm von Hörnig, mit wem habe ich die Ehre? Schön, Sie kennenzulernen, Frau Hunner von Niederbayern TV. Oh, von? Natürlich. Adeligen Standes auch, vortrefflich. Natürlich. Ihr seid also neu in dieser Stadt, mein Kind? Ja, deswegen frage ich mich, was hat es denn mit diesen Steinen hier zu tun? Die Steine, die farbigen Hunnersche, sollen euch aufmerksam machen, neugierig. Aufmerksam darauf, dass ihr euch hier in einem Künstlerquartier der Stadt befindet. Hier arbeiten Maler, Bildhauer, Glaskünstler, andere mehr. Es lohnt sich also, beim Durchschreiten der Gasse linker und rechter Hand in die Fenster zu schauen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Gern. Auf, auf! Seit Anfang der 1990er Jahren siedeln sich hier Künstler an. Die Häuser stammen noch aus dem Mittelalter und stehen unter Denkmalschutz. Jedes Jahr bemalen die Künstler die bunten Steine neu an. Jetzt sind wir in dieser schönen Gasse, aber natürlich würde ich hier gerne auch einen Künstler entdecken. Ja, wir haben Glück. Da scheint ein Atelier geöffnet zu sein. Guten Tag. Kurze Frage, was finden Sie denn das Besondere hier an dieser Höllgasse als Künstler? Ja gut, die Höllgasse ist eine Straße, die schon von Anfang an eigentlich als Künstlergasse ist, seitdem ich hier in Passau lebe. Das sind jetzt beinahe 30 Jahre und fast jeder Urlauber, jeder Tourist kommt einmal durch diese schöne Gasse und Sie sehen ja hier diese schönen bunten bemalten Steine. Das ist eigentlich dafür, dass die Leute wissen den Weg in die einzelnen Ateliers. Wie wichtig ist dann Kunst für die ganze Stadt Passau? Ich glaube, die Kunst ist überall wichtig, nicht nur für Passau. Und gut, Passau mit Venedig verbunden, die drei Flüsse. Und ich denke also, Kunst gehört zu Passau. Vielen Dank für Ihren Einblick und viel Spaß weiter beim Dankeschön. Künstlerischen Schaffen. Und wir schauen einfach mal weiter. Hindenburgbrücke, Hindenburgsteg oder doch Innsteg? Viele verschiedene Namen für ein und dieselbe Brücke. Der vierte Name, Fünfersteg, repräsentiert die Geschichte des Bauwerks. Wir stehen ja jetzt auf dem Fünfersteg. Man hat einen wunderschönen Blick rüber nach Passau. Man sieht auch den Dom ganz schön. Aber eine ganz gewisse Frage hier. Wieso eigentlich Fünfersteg? Also diese Brücke, auf der wir hier stehen, ist ein Gemeinschaftsprojekt, ein bürgerliches Gemeinschaftsprojekt. 1916 haben sich Bürger zusammengetan, um mit dieser Brücke einen schnellen Weg zum Innstadtfriedhof herüber zu schaffen. Und es musste finanziert werden und so haben sie eine Aktiengesellschaft gegründet. Aber wenn ich darüber natürlich dann Mittel generiere, dann will ich natürlich die Mittel auch hereinbekommen. Das heißt also, es ist für das Passieren der Brücke eine Mautgebühr eingeführt worden, eben halt ein Fünferl war zu zahlen. So kam dann der Name zustande, der Fünfersteg. Damit konnte man bestimmt auch viele weitere Sachen bezahlen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man geht hier rüber zur Innenstadt. Ich habe gehört, hier wurden Berufe ausgesiedelt, die gestunken haben. Was es daran war? Ja, in mittelalterlicher Zeit. Also die Innenstadt gehört zu den Vorstädten Passaus. Und man hat tatsächlich die Gewerbe, die Betriebe, die mit Unannehmlichkeiten verbunden waren, hat sie schließlich zur Innenstadt herüber ausgelagert, kann man sagen. Dazu gehörten Betriebe mit Brandgefahr, also Schmiedewerkstätten, besonders die Schwertfeger Passaus wurden drüben angesiedelt. Dazu gehörten Betriebe, die natürlich tatsächlich recht gestunken haben, wie die Ledererbetriebe, die dann alle in der Innenstadt zu finden waren. Oder aber auch Färber und Seifensieder, alles Betriebe, die zudem noch sehr viel Wasser benötigten und direkt an der Quelle saßen. 1298 war die Innenstadt noch das Dorf enthaltene Innbrück. Erst danach entwickelte sie sich schließlich zu dem Gewerbezentrum der Stadt, sozusagen das frühe Silicon Valley in mittelalterlichen Tagen. Viele interessante Fakten, die Sie uns bisher geliefert haben bei unserer Führungsstadt-Exkursion. Ich bedanke mich bei Ihnen für die ganzen vielen Informationen. Und liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit unserer Stadtführung durch Passau. Ich hoffe, Sie konnten einiges lernen und haben jetzt auch Lust, einfach mal in die Drei-Flüsse-Stadt nach Passau zu kommen in Niederbayern. Servus und bis zum nächsten Mal.